Wir starten mit der ersten Abnahmerunde. Ganz wichtig, hier ist mein Rundenanfang und ich habe hier als erste Masche eine linke Masche, weil ich einen italienischen Anschlag gewählt habe. Aber wir müssen mit einer rechten Masche starten. Das heißt, wir tricksen jetzt ein bisschen. Also alle die, die jetzt auch eine linke Masche haben, stricken die linke Masche ab und machen dann ihren Maschenmarkierer rein. Und jetzt geht's los. Wir stricken eine Masche rechts, eine Masche links und die nächsten drei Maschen stricken wir rechts zusammen. Also das sind diese drei Maschen. Die könnt ihr euch vorher erstmal so ein bisschen auflockern. Und dann geht ihr einfach von links in diese drei Maschen rein. Da müsst ihr hier ein bisschen gucken, dass ihr auch alle drei habt. Ist ein bisschen eng. Moment, nochmal. So, jetzt bin ich durch. Faden holen. Na. Jetzt kommt wieder der Vorführeffekt. Also hier, Nadel ist durch. Faden holen und durchziehen. Gut. Dann kommen 11 Maschen. So wie sie kommen, also 11 Maschen im Rippenmuster. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann kommt eine Masche abheben und zwar stechen wir aber davon links ein, als würden wir sie rechts stricken, also eine Masche abheben, dann die nächsten zwei Maschen rechts zusammenstricken, also hier wieder durch, Faden holen und dann wird die abgehobene Masche, die wird drüber gezogen und noch eine Masche links. Und jetzt machen wir das, was wir jetzt gerade gemacht haben hier, nochmal. Also, wir fangen wieder an. Eine Masche rechts, eine Masche links, drei Maschen rechts zusammenstricken. Also, ich locke hier erstmal wieder auf. Dann gehe ich hier rein, hole mir den Faden. Dann stricke ich wieder 11 Maschen, ganz normal mein Rippenmuster. 1, 2, 3, 4, 5, Moment, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann hebe ich wieder eine Masche ab, stricke die nächsten zwei rechts zusammen, ziehe die abgehobene Masche drüber und stricke noch eine Masche links. Und das Gleiche machen wir jetzt noch zweimal und dann sind wir hier am Reihen. Ende. Also ich starte wieder. Eine Masche rechts, eine Masche links, drei Maschen rechts zusammenstrecken. Moment, ich locke sie mir hier ein bisschen auf. So. Dann stricke ich wieder 11 Maschen im Rippenmuster. Eins. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
hebe ich wieder meine Masche ab, strecke die nächsten zwei zusammen, hebe die drüber. Achtung, nicht vergessen, noch eine Masche links. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal und dann haben wir die Runde geschafft. Also eine Masche rechts, eine Masche links. Moment, erstmal hier wieder lockern. Ne? Mag nicht, doch jetzt. Nochmal. Aufpassen, dass ihr auch alle zwei Fäden erwischt. Ja. Dann wieder 11 Maschen Rippenmuster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jetzt wird eine Masche wieder abgehoben, die nächsten zwei zusammenstrecken, die abgehobene drüber ziehen, eine Masche links und ihr seht, es geht genau auf, hier kommt mein Maschenmarkierer vom Rundenanfang.